Sieg gegen Sturm. Nun, das Gleichgewicht im Fußball hat sich ein bisschen wieder verschoben. Zuerst hat man gemeint, die Stärke liegt im Westen nur mit Salzburg und mit Innsbruck. Jetzt hat auch der Osten und der Süden mit Sturm, also sehr viele Clubs sind vorne mit dabei. Es wird spannend. Und bis Mittwoch, da treffen nämlich die beiden Überraschungsmannschaften dieser Saison, Sturm und Rapid, in Wien aufeinander. Bis dahin heißt der Tabellenführer Rapid. Ich meine, der Westen lebt nach wie vor, aber der Osten ist auch im Aufsteigen. Ne? Sprich mit Rapid und auch die Austria kann man nicht verleugnen. Andi Ogris unterstützt mit seinen zwei Toren gegen Sturm Graz den Ansturm des Ostens und damit den Sprung Rapids an die Tabellenspitze. Über den Sieg Austrias jubeln auch die Rapid-Anhänger. Nach wie vor in Österreich ist der größte Anhang der Rapid-Anhang und man sieht, die Grünen kommen wieder aus ihren Löchern raus, wenn die Mannschaft halbwegs gut spielt. Und es ist doch wieder schön, wenn man diese Schlachtgesänge im Hintergrund hört. Ja, ich habe es jahrelang leider vermissen müssen und ich freue mich deswegen umso mehr. Du kannst zurück. Bedenken, Rapid war die letzten 5-6 Jahre total am Boden. Die Leute haben sich eigentlich zeitweise sogar mit Schaudern abgewandt von diesem Club. Und das ist natürlich diesem Club unwürdig. Und jetzt natürlich, von heute auf morgen kann man nicht erwarten, dass Rapid wieder diese Rapid ist wie vor 12 Jahren. Aber es geht sukzessive aufwärts. Es sind wieder Spieler da, die ein grün-weißes Herz haben und kämpfen können. Und das wollen die Leute sehen, das wollen unsere Fans sehen. Auch wenn es einmal ein bisschen schlechter geht, aber wir werden sicher in jedem Spiel alles geben. Ein Beispiel für Rapidgeist ist ein Ex-Austrianer, Markus Bürk mit der Nummer 7. Bei Ballverlust sprintet er in die Abwehr zurück. Vom Laufpensum her erinnert er an Heimo Pfeifenberger. Auch seine Kopfballstärke entspricht dem Salzburger. Gerald Obrecht, neben Bürk zweite Spitze, leistet nicht so viel Laufarbeit, spielt aber technisch gut und zeigt im Bedrängnis Übersicht. Bei Kopfbällen ist Pürk stets torgefährlich. Nach dem Seitenwechsel legt Pürk mit seinem Ausgleichstor die Basis zum Sieg gegen den LASK und damit den Sprung an die Tabellenspitze. Sie konnten eigentlich recht schnell den Negativlauf bei Rapid von sportlicher Seite her stoppen. Wie ist Ihnen das gelungen? Ja, da waren sicher mehrere Dinge notwendig. Es war einmal, dass wir sehr viele abgegeben haben in der Transferzeit, nur Spieler geholt haben, die den Rapid-Geist haben, junge Spieler dazugenommen haben, die auch diesen Geist besitzen und sie rennen und kämpfen. Und das hat uns vielleicht an die Spitze gebracht. Man sagt, dass Sie eine sehr, sehr gute Hand haben für junge Spieler. Ich meine, was zeichnet Sie da aus? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es das, dass ich den jungen Spielern das Vertrauen gebe, das sie brauchen, um gute Leistungen zu erzielen. Aber das geht natürlich nur in einem guten Mannschaftsgefüge, so wie es bei uns ist. Bei uns steht heuer wirklich mehr der Spaß am Spiel und der Spaß am Beruf im Vordergrund. Dann kommt das nötige Spielglück dazu und auf einmal ist man ganz oben und man weiß gar nicht, was man anders macht als schon jahrelang. Naja, aber das kann ja nicht die einzige Erklärung sein. Naja, sicher haben wir auch unsere kleinen Geheimnisse, aber
wie gesagt, ja, plaudern Sie jetzt aus. Nein, sonst werden Sie keine Geheimnisse mehr. Mit einer Rapid, was Freude macht, zuzuschauen. Ja, das ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall, nach so vielen Jahren wieder mal Erfolg. Wenn Sturm jetzt verloren hat, ist Rapid wieder mal in den ersten Spiel. Hat es schon lange nicht mehr gegeben. Du strahlst auch über das ganze Gesicht. Ja, es ist auch Freude, wenn Rapid wieder mal der Böllenführer ist. Und ich schätze, dass Rapid der Böllenführer erstbeste wird, wenn alles gut geht. Und das hoffe ich euch. Wir haben einen tollen Lauf. Ich hoffe, dass wir ihn fortsetzen können. Und dann können wir sicher ganz oben mitspielen. Und mit der Freude der Gegenwart sind die Ärgernisse der Vergangenheit vergessen? So ist es. Es war eine schlimme Zeit für alle. Und darum freut es uns alle umso mehr, dass es jetzt wieder positiv ist und dass es einfach rundherum wieder stimmt. Nach dem Schatten folgt das Licht. So kann man es sagen, ja. So, und wir präsentieren Ihnen jetzt bei uns in der Sportarena zwei junge Spieler von Rapid, die schon wesentlichen Anteil am derzeitigen Höhenflug haben. Markus Bürk und Gerald Obrecht. Herzlich willkommen. Ja, wer hätte sich das gedacht, dass gerade zwei 20-Jährige zu den Trägern des Erfolges werden, die jetzt das Sturmduo bilden. Und eine davon ist eigentlich einer mit einer violetten Vergangenheit. Wie fühlt man sich als ehemaliger Austrianer jetzt bei Grün-Weiß? Gut, ich fühle mich eigentlich jetzt eigentlich sehr gut bei der Rapid. Und wie es so schön heißt, Austria zu einem Rapid. Gibt es ja selten so einen Wechsel, nicht? Innerhalb der Großstadt von Austria zur Rapid. Dürfen Sie eigentlich noch zu Ihren alten Freunden der Austria jetzt gehen? Ja, sicherlich, so wie es gestern war, habe ich André Oges gratuliert und er mir auch zu dem Tor und zur Tabellenführung. Worauf führen Sie persönlich Ihre eigene Leistungssteigerung, die unverkennbar ist, zurück und den Aufschwung bei Rapid? Ja, gut, ganz einfach, bei der Rapid ist es jetzt so, wir spielen ohne Druck, ohne irgendetwas, ohne Belastung auf die Medien und so und wir können einfach drauf losziehen und durchspielen. Der Gerald Obrecht ist ja für alle auch noch ein fast unbeschriebenes Blatt. Da gab es keinen Transfer von der Austria zu Rapid, sondern Sie sind aus der eigenen Nachwuchsmannschaft aufgestiegen, aus dem eigenen Unter-21-Team. Ja, jetzt richtig. Also ein echtes, gutes, altes Hütteldorfer Eigenprodukt. Das wird ich nur weisen, ob es gut ist. Nein, man kann sagen, ich bin von klein auf schon dabei. Mit dem notwendigen Selbstvertrauen ausgestattet, glaube ich, sonst kann man nicht bestehen. Nein, sonst kommt man nicht weit und das gehört einfach dazu. Und der Trainer muss natürlich auch Vertrauen haben. Auf jeden Fall, ja. Solange wir das spüren, ist das für uns natürlich wunderbar. Waren Sie eigentlich in Ihrer Jugend immer Rapid-Anhänger? Ja. Dann müssten Sie ja noch ein bisschen was gespürt haben vom früheren Funken, der vielleicht irgendwann wieder mal überspringt. Hoffentlich, hoffentlich, ja. Früher war es sehr gut, jetzt die Zeit war jetzt ein bisschen schlechter, aber es kommt wieder. Wir haben gehört von den Fans, die hoffen schon auf den Herbstmeistertitel und alles mögliche. Ist das ein bisschen zu hoch gegriffen, oder? Auf jeden Fall, ich meine, man kann jetzt nicht nach oben schauen. Wir müssen jetzt einmal schauen, dass wir eine Mannschaft aufbauen. So wie es ausschaut, der Start ist geglückt. Aber jetzt muss man schauen und weiterarbeiten, aber nicht in Euphorie verfallen. Jetzt gibt es ja in den nächsten Tagen zwei wichtige Spiele gegen Sturm und dann bei Sturm. Die Grazer sind ja auch eine Überraschungsmannschaft. Haben auch ein bisschen den Rapid wegbeschritten mit jungen Spielern? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sie sind eine sehr junge Mannschaft auch. Aber ich glaube, sie haben auch einen sehr guten Trainer, der die Mannschaft sehr gut einstellt und sie haben hervorragende Fußballer drinnen, das darf man nicht vergessen und wird sicher sehr schwer sein. Was sind denn, Herr Bürk, Ihre persönlichen Ziele für die nächste Zeit? Na gut, ich möchte schauen sportlich, dass ich mich zwar weiterkomme und dass ich meine Leistung konstant weiterhalte und dann halt ins Nationalteam vorstoßen möchte. Sie müssen ja am meisten davon jetzt dann langsam profitieren, wenn der Rapid-Geist wieder aufkommt. Die Austria hat doch, ganz ehrlich gesagt, da werden wir die Fans auch nicht böse sein, nie so viele Zuschauer wie Rapid, wenn die Mannschaft wirklich gut spielt.
auch was Neues wie bei der Rapid. Sehr viele Zuschauer auch beim Training. Und das ist halt für uns sehr gut. Habt ihr eure eigenen Fans auch schon? Denn spürt ihr das, dass man also den Bürg oder den Obrecht so von den Rängen aus jetzt schon ein bisschen forciert? Schon, ja. Ja? Ehrlich. Tolles Gefühl? Super, ja. Wie wird es ausgehen am Mittwoch, Tabellenführung zu halten? Wir versuchen es, ja. Ja. Man bleibt am Boden, ne? Ja. Ich habe jetzt für euch beide noch eine schwierige Aufgabe. Ich hoffe, sie wird nicht schwieriger als die nächste Meisterschaftsspiel. Ich glaube, ihr könnt euch denken, schon was. Wir gehen zum Watschenmann. Einverstanden, oder? Ja. Ja? Okay. Habt ihr Wetten abgeschlossen? Normalerweise kommen viele zu uns und sagen, mit den Kollegen haben wir gewettet und gesagt, du kommst nicht bis 50 oder so. Ja. Habt ihr ein bisschen was besprochen, das, oder? Das ist wenig, aber erst der Stärkere. Also ehrlich klar vorn bei den Wetten. Dann soll er zuerst, oder? Er soll zuerst. Bitte. Markus Bürg zuerst. Das glaube ich, der Linke. Haben Sie einen Rechten? Rechter. Bitte, kann man dabei schon Handschuhe anziehen. So, jetzt bin ich gespannt. Naja, als Austrianer hat er näher zum Tranter. Ein Hunderter. Er hat natürlich ein bisschen einen Vorteil. Der Austrianer hat nicht so weit in den Prater. Ist ein echter Original Wiener Prater Watschenmann. So. Na, eingestellt, unentschieden. Ich danke euch schön, dass ihr da wart. Alles Gute und viel Erfolg in der Zukunft. Danke vielmals. Danke. So, das waren die jungen Fußballer von Rapid. Mittwoch ja große Meisterschaftsrunde wieder. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass ich Ihnen in unserer Sendung österreichische Weltmeister, so viele haben wir auch nicht immer, präsentieren zu können. Zwei aus dem erfolgreichen Vierer bei den Ruderweltmeisterschaften in Indianapolis sind jetzt da. Die übrigen beiden machen nämlich noch Urlaub in den USA. Christoph Schmölzer und Walter Rantasar. Herzlich willkommen. Gibt's einen eigenen Fanclub? Junge Wiener Ruderer sind extra heute noch gekommen, haben uns gefragt, ob wir noch ein paar Karten haben. Wir sind zwar ausverkauft gewesen, aber da haben wir noch Auge zugedrückt, damit der Fanclub auch vollzählig erinnern ist. Glückwunsch zum Erfolg, ihr seid die erfolgreichsten österreichischen Ruderer mittlerweile bei Weltmeisterschaften. 3 Weltmeistertitel, andere Medaillen auch noch, aber die jüngste goldene, die haben die beiden mitgebracht. Und trotzdem könnte man das fast symbolisch sehen, dass die beide heute allein da sind und die übrigen beiden, Siegel und Vaderbauer, die auf Urlaub sind, nicht da sind, weil sich, so hat man das Gefühl, die Wege des Vierers unter Umständen trennen können, denn ein Problem hat man. Ihr seid die Besten der Welt im Leichtgewichtsvierer, nur den gibt es olympisch nicht, Herr Schmölzer. Ja, das ist richtig, der Leichtgewichtsdoppelvierer ist nicht im olympischen Programm. Nur die Symbolhaftigkeit, dass wir zu zweit sind, das möchte ich einmal jetzt ganz entschieden ad acta legen, weil die zwei haben sich ihren Urlaub schon lange vorbereitet und geplant und wir sind halt sofort nach Hause zurückgefahren, weil es uns in die Heimat gezogen hat. Das hat sicher nichts damit zu tun, wie der weitere Weg, unser gemeinsamer, vielleicht gemeinsamer Weg ausschauen wird. Weil, ich meine, es gibt mehrere Möglichkeiten, die sich für die Olympischen Spiele in Atlanta auftun. Das ist zum einen einmal, dass sich zwei Doppelzweier bilden und um die Qualifikation fahren. Aber es gibt auch die Möglichkeit, eventuell mit einem schweren Doppelvierer es zu probieren. Wir haben heuer schon das Experiment gestartet bei der Wiener Internationalen Ruderregatta. Wir sind dort gegen Australien gefahren, die anschließend, und haben beide Male an beiden Tagen gewonnen, einmal mit 4, einmal mit 5 Sekunden Vorsprung. Und Australien war immerhin in Luzern hinter den Olympiasiegern aus Deutschland Zweiter und jetzt bei der Weltmeisterschaft Vierter. Aber die Trennung ist möglich, dass man eben zwei Doppelzweier wieder macht. Die Trennung ist möglich, das war eigentlich auch der Grundgedanke, wie wir den Vierer gegründet haben. Wir wollten für die Olympischen Spiele das möglichst schlagkräftigste Boot herausfinden. Herr Randers, da geht es euch nicht ab und zu auf die Nerven, wenn man so lange gemeinsam in einem Boot sitzt. Man sagt zwar, wenn man in einem Boot sitzt, symbolisch gesehen ist es eigentlich gut, man ist ein Team, aber ab und zu geht man sich auch auf die Nerven, oder? Naja, das ist selbstverständlich. Ich meine, das ist ganz klar, wenn man so hohen psychischen und physischen Belastungen ausgesetzt ist, dass wenn, was weiß ich, da und dort vielleicht einmal ein bisschen Unsauberkeit zustande kommt, dass da vielleicht doch ein bisschen da eine Neckerei ist und natürlich reibt es manchmal, aber es ist, glaube ich, doch ein Grund unseres Erfolges, weil wir eben alle zusammenhalten und eben an einem Strang ziehen und
untereinander nicht irgendwie aufarbeiten. Das hat jetzt damit zu tun, dass man nicht sagt, was weiß ich, es kristallisieren sich da vielleicht zwei Zweier heraus. Das ist ganz im Gegenteil, im Vierer sind wir ein Team und wir arbeiten miteinander auf ein Ziel hin. Wer wird denn aber im Zweier dann mit wem fahren? Die Frage drängt sich trotzdem auf. Ja, diese Frage wird gern gestellt, das habe ich in letzter Zeit schon gemerkt. Aber ich kann da momentan wirklich keine Antwort darauf geben. Es ist ja auch nicht unbedingt notwendig, dass sich zwei Zweier herauskristallisieren. Ja. Es gibt, wie der Christo schon angedeutet hat, auch andere Möglichkeiten. Zum einen den Leichtgewichtsvierer ohne, zum anderen auch einen Schwergewichtsdoppelvierer. Da heißt es aber mehr Essen als bisher, nicht? Ein bisschen Gewicht. Naja, selbstverständlich. Für die schwere Klasse sollte man in einem Rahmen von 2 Jahren doch 10 Kilogramm zulegen. Das ist, denke ich, möglich. Also es gibt da diese drei Varianten und zwischen diesen werden wir uns entscheiden müssen. Also die Rezepte könnt ihr Ihnen bald auch geben, wie man 10 Kilo zunimmt. Aber ob man es auch in Kraft umsetzen kann, ist die Frage, nicht? Das ist das Wichtige dabei, nicht? Also, dass das wirklich Muskelmasse ist, die effektiv arbeiten kann. Wir wollen natürlich ein paar Bilder vom Erfolg von Indianapolis auch zeigen. Wir haben vorbereitet Ausschnitte aus diesem Lauf. Und es war ja das besonders Erstaunliche daran, waren die Verhältnisse dort so ideal. Ihr seid ja eine fantastische Zeit auch gefahren, obwohl die Zeit ja im Prinzip nicht entscheidend ist. Aber die Zeit war genial. Das war unsere schnellste bisher gefahrene Zeit. Wir sind einmal in Wien schon annähernd so schnell gefahren. Nur hier waren die Bedingungen, es ist zwar im Ziel, wie man hier sieht, etwas Mitwind, aber zu Beginn des Rennens war fast Windstille und die Vorteile eines starken Mitwindes konnten wir nicht ausnutzen. Also für uns war das eigentlich ein optimales Rennen. Ja, ich meine, viel mehr wäre... Besser kann man nicht fahren, ne? Fast nicht möglich gewesen. Ja. Ist die Freude beim dritten Weltmeistertitel gleich groß wie beim ersten? Naja, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ich meine, man kann nicht sagen, dass es zur Routine wird, aber wenn man länger bei diesem Sportgeschehen dabei ist und diese Ziele länger verfolgt, dann ist da natürlich ein Unterschied. Wie ich den ersten Weltmeistertitel mit Christoph gemeinsam erringen konnte, war das vielleicht so, wie es für ein Siegel jetzt war. Nicht? Also das war irgendwie, das ist so über mich gekommen, dass ich gar nicht recht gewusst habe, wie ich dazu komme. Nicht? Und jetzt weiß ich eher eigentlich viel mehr, welche harte Arbeit dahinter steckt. Und sagen wir, ich bin mir mehr der Tragweite für mich persönlich jetzt einmal bewusst. Herr Schmelzer, Sie sind ja auch in Ihrem Studium knapp vor dem Abschluss, fällt nicht mehr viel zum Arzt. Ein ideales Beispiel, dass man also Hochleistungssport mit Studium und Beruf verbinden kann. Und ich habe erst vor ein paar Stunden etwas Erfreuliches erfahren, was Sie, glaube ich, auch erst seit kurzem wissen, dass Sie einen Platz jetzt im Heeresspital bekommen werden, nicht? Wenn Sie fertig sind. Sie sind ja auch HSN-Mitglied und man hat angerufen, also es klappt, oder? Ja, also ich bin bereits vorangemeldet für nach Beendigung meines Studiums und auch nach Beendigung der Sportkarriere, was sehr, sehr wichtig ist, einen Ausbildungsplatz im Heeresspital annehmen zu können. Und das ist ein Ruhepolster. Also für mich ist es sehr angenehm, das zu wissen, weil es ist ja doch oft, dass man nach der Beendigung der sportlichen Karriere in eine gewisse ungewisse Zukunft schaut. Und das ist also gerade das, dass man mir versucht, hier die Wege zu ebnen, bin ich sehr dankbar. Herr Anders, wie schaut es denn bei Ihnen aus? Ja, ich habe HTL für Nachrichtentechnik Elektronik absolviert. Mhm. Also ich bräuchte die Berufspraxis für den Ingenieurstitel. Außerdem stehen mir für ein Drittel meiner Jahreszeit für berufliche Weiterbildung zur Verfügung, die ich sicher nützen werde. Und Atlanta 96 wird sicher ein Scheideweg sein. Also da werden die Alten wahrscheinlich, zu denen wir beide schon gehören, dem Rudersport am Adieu sagen werden. Vielleicht mit einer goldenen, wir würden uns alle freuen, das würde diese Laufbahn krönen. Aber wenn es nicht klappt, sind wir mit Ihnen genauso zufrieden, denn Sie haben uns große Freude mit den tollen Erfolgen bei der Weltmeisterschaft bereitet. Danke vielmals. Danke schön. Nächstes Thema und letztes Thema in der heutigen Sendung, Tennis, Davis Cup. Österreich spielt in Uruguay in Montevideo von Freitag bis Sonntag im Davis Cup, wiederum um in der Weltgruppe dann bei den Besten nächstes Jahr dabei zu sein. Wichtigste Information vorneweg, Thomas Muster geht es wieder besser. Er wird so gut wie sicher am Freitag wieder in alter Frische spielen können. Und Sie, meine Damen und Herren, möchte ich gleich vorneweg sagen, Sie können mit uns, mit der Sportarena nach Montevideo fliegen. Alles Weitere sage ich Ihnen später. Nur eines, passen Sie jetzt beim folgenden Beitrag sehr, sehr gut auf. Und in diesem Beitrag
Uruguay. Doppelt so groß wie Österreich. 3 Millionen Einwohner. Das Land Südamerikas mit der höchsten Schulbildung, aber 16% Arbeitslosigkeit. Uruguay. Österreichs nächster Davis-Cup-Gegner. Ein Gegner ohne viele Unbekannte. Ich glaube, dass der Nummer 1 Spieler mit Sicherheit Marcelo Filippini ist. Und der Nummer 2 Spieler mit Santiago Perez, der wahrscheinlich auch mit Filippini das Doppel bestreiten wird. Uruguays Davis-Cup-Mannschaft besteht nämlich nur aus diesen beiden Spielern. Der eine Spieler ist sicherlich schon ein Auslaufmodell. Diego Perez ist 32 Jahre alt, viele Jahre auf der Tour gespielt, war nie ein absoluter Topstar, war jemand, der immer für Überraschungen sorgen konnte. Ich kann mich erinnern, er hat in Kitzbühel Boris Becker geschlagen, er hat Jim Courier geschlagen. Er tut sich ein bisschen schwer mit Spielern, die sehr viel Druck machen. Er hat sehr weich bespannte Schläger, ist kein besonders guter Aufschläger, spielt sehr viel Topspin von der Grundlinie. Und er ist sicherlich kein Spieler mehr, der über Wochen große Erfolge feiern kann bei Turnieren, weil das man seinem Alter ja einfach nicht geht. Aber mit dem Publikum im Rücken kann er schon gefährlich werden. Marcello Filippini ist uns wesentlich besser bekannt noch. Er ist ein Jahrgangskollege von Thomas Muster. Und die Stärken von Filippini liegen, glaube ich, einmal darin, dass er ein guter Grundlinienspieler ist, das heißt auch ein Sampler-Spezialist, der vor allem sehr gefährlich sein kann, wenn man wenig Timing hat und viele Eigenfehler macht. Was beide Spieler auszeichnet, und nur aus diesen beiden Spielern besteht die Mannschaft, sie können sich zu Hause unglaublich steigern. Denn die Uros sind eine äußerst heimstarke Mannschaft. Seit 1988 zu Hause ungeschlagen. Das Duo Filippini-Perez schlug im Carrasco-Club von Montevideo Venezuela, Kolumbien, Peru, Ecuador, Mexiko, die Bahamas und zuletzt Argentinien. Sieben Heimsiege in Serie. Mitentscheidend dafür die fanatischen Fans. Wir wissen, dass wir in Südamerika spielen. Das ist nicht immer ganz einfach. Sprich also von Linienrichterentscheidungen her und auch vom Publikum her wird das schon emotional werden, das ist überhaupt keine Frage, aber wir sind auch routiniert, haben mir viele gesagt, es ist nicht so arg wie in Argentinien, wo zum Teil auch mit Münzen und Gegenständen auf die Spieler geworfen wird. Es ist ein sehr fanatisches, aber durchaus tenniskundiges Publikum. Für den österreichischen Kapitän gibt es im Doppel einige Aufstellungsvarianten. Für Uruguay wieder nur Filippini Perez. Schätze ich eigentlich höher ein als die Qualitäten im Single. Vor allem bei Diego Perez, der ein erfahrener Doppelspieler ist, der jetzt noch zeitweise gute Erfolge im Doppel hat. Also das ist sicherlich der stärkste Punkt und vielleicht in unserem Spiel wahrscheinlich der schwächere Punkt. Im Single ist Diego Perez inzwischen auf Rang 478 in der Weltrangliste abgerutscht. Filippini ist die Nummer 59 der aktuellen Weltrangliste. Gilbert Schalder hat heuer zweimal gegen Filippini gespielt, zweimal gewonnen. Thomas hat ihn in St. Pölten in 2 Sätzen geschlagen. Also ich glaube, wir sind zumindest in den Einzeln klarer Favorit. Wir fahren einmal dahin nach Uruguay, um als Sieger vom Platz zu gehen, obwohl wir großen Respekt vor unserem Gegner haben. Und der ORF überträgt live. Freitag, Samstag und Sonntag aus Montevideo. Jetzt schreiben Sie sich bitte unsere neue Quiz-Telefonnummer auf 066-7705. Sie haben sie auch eingeblendet, die Nummer. Und jetzt die Frage, mit der Sie, wenn Sie gewinnen, unser Team in Montevideo begleiten können. Wer sind die Spieler Uruguays? Sagen Sie mir die Namen der beiden Spieler Uruguays, der Nummer 1 und der Nummer 2 von Uruguay. Es genügen die Schreibnamen. Und das können Sie gewinnen. Einer für alle, alle für Österreich. In Montevideo spielt die Sonne mit dem Ton. Spielen Sie mit beim Zipfer Davis Cup Gewinnspiel. Wenn Sie mit Österreichs Tennismusketieren gegen Uruguay mit dabei sein wollen, rufen Sie jetzt an
und gewinnen Sie eine Reise für zwei Personen nach Montevideo. So, und jetzt warten wir, dass es bei uns klingelt. Na, ich habe mir auch gedacht, dass es nicht lange dauern kann. Guten Abend. Ja, grüß Gott, Diebold. Ja, Herr Diebold. Von wo rufen Sie an? Aus Wien. Aus Wien. Und sagen Sie mir die Antwort. Beres und Philippini. Beres und Philippini ist richtig. Ich gratuliere Ihnen herzlich. Sie können am Mittwoch, am kommenden Mittwoch schon mit uns, mit der Sportarena nach Montevideo fliegen. Ein bisschen überrascht? Na, ziemlich. Ich ziemlich herzgeklopft. Werden Sie es schaffen noch mit dem Termin, packen Sie es? Na ja, wenn man schaut, wird es schon irgendwie... Reise für zwei Personen, halten Sie Montevideo.